Hallo und herzlich willkommen bei uns in der BLS-Werft in Thun. Im Hintergrund sehen Sie das Motorschiff Berner Oberland, das 1996 in Meidrich konstruiert und gebaut wurde. In diesem Winter werden die alten Detroit Diesel nach 20 Betriebsjahren durch MTU-Motoren ersetzt. Ja, wir haben zwei MTU-Motoren bekommen und die haben wir, müssen wir einbauen. Es sind natürlich eine grosse Masse, also sie sind über 2,5 Tonnen schwer. Und die hier oben anzunehmen ins Loch ist sehr speziell. Es ist natürlich ein bisschen gefährlich, dass man niemand drunter ist. Und dann muss man die Verzerrung genau ausrichten. Und das braucht natürlich auch ein bisschen Fingerspitzengefühl, dass man die richtig platzieren kann. Aber es hat bis jetzt stimmt alles, sie sind gemontiert und sind auf gutem Weg.